In den letzten Jahren haben kieferorthopädische Behandlungen immer mehr an Bedeutung gewonnen. Immer mehr Menschen entscheiden sich für ein Viertel eher eine Behandlung, um ihre ZAHNI zu korrigieren und ihr Latschellen zu verbessern. Dabei gibt es verschiedene Behandlungsoptionen zur Auswahl, darunter Zahnspangen, Aligner und vieles mehr. In diesem Video werden wir uns genauer mit den verschiedenen kieferorthopädischen Behandlungsoptionen befassen und ihre Vor- und Nachteile diskutieren. Zahnspangen sind eine der alten und bekanntesten kieferorthopädischen Behandlungsmethoden. Sie bestehen aus Metallklammern, die an den Zahninen befestigt sind und mit einem Draht verbunden sind. Die Zahnspange ¼ bt konstanten Druck auf die Zahni aus, um sie in die ¼-endste Position zu bewegen. Zahnspangen sind wirksam bei der Korrektur von schweren Fehlstellungen und bieten langfristige Ergebnisse. Allerdings kann ihnen sie auch unangenehm und auffällig sein, was viele Patienten abschreckt. Eine neuere und beliebte Alternative zu Zahnspangen sind Aligner. Aligner sind transparente Kunststoffschienen, die individuell ¼ jeden Patienten angefertigt werden. Sie ¼ in 22 Stunden täglich getragen werden und alle 2 Wochen gegen eine neue Schiene ausgetauscht werden. Aligner sind unauffällig und kann ihnen herausgenommen werden, um zu essen und zu trinken. Sie sind besonders bei Erwachsenen beliebt, da sie diskreter sind als herkömmliche Zahnspangen. Allerdings sind Aligner nicht ¼ jeden geeignet und kann ihnen in manchen Fällen weniger wirksam sein als Zahnspangen. Eine weitere Behandlungsoption sind lingualen Zahnspangen. Lingualspangen werden auf der Innenseite der ZAHNI angebracht, so dass sie von außen nicht sichtbar sind. Sie bieten eine ästhetische Alternative zu herkömmlichen Zahnspangen, aber kann ihnen auch unbequem sein und das Sprechen und Essen beeinträchtigen. Lingualspangen sind besonders bei Erwachsenen beliebt, die eine unauffällige Behandlung ¼ wünschen. Ein weiterer Trend in der kieferorthopädischen Behandlung sind selbstligierende Zahnspangen. Diese Art von Zahnspangen verwendet Clips oder Tainviertleren, um den Draht an Ort und Stelle zu halten, anstatt Gummibänder zu verwenden. Selbstligierende Zahnspangen sollen die Behandlungsdauer ¼ und weniger Schmerzen verursachen. Sie sind jedoch teurer als herkömmliche Zahnspangen und können nicht in allen Fällen verwendet werden. ¼-Patienten, die eine schnellere Behandlung ¼ wünschen, gibt es die Option der beschleunigten Kieferorthopädie. Dabei wird die Behandlungsdauer durch spezielle Techniken und Geräte ¼-RZT, zum Beispiel durch Vibration oder Laserlicht. Beschleunigte Kieferorthopädie kann dazu beitragen, die Behandlungsdauer zu ¼ und den Komfort ¼ den Patienten zu verbessern. Es ist wichtig, dass Sie sich vor Beginn einer kieferorthopädischen Behandlung von einem erfahrenen Kieferorthopäden beraten lassen. Der Facharzt wird Ihre individuelle Situation bewerten und Ihnen die besten Behandlungsoptionen empfehlen. Jeder Fall ist einzigartig und erfordert eine individuelle Herangehensweise. Seien Sie geduldig und konsistent mit Ihrer Behandlung, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Abschließend lässt es sich sagen, dass es viele verschiedene kieferorthopädische Behandlungsoptionen gibt, aus denen Sie wählen können. Es ist wichtig, dass Sie sich ¼-endlich informieren und die Vor- und Nachteile jeder Option abwägen, um die beste Entscheidung ¼ Ihre ZAHNI zu treffen. Egal, ¼ welche Behandlungsoption Sie sich entscheiden, achten Sie darauf, dass Sie regelmäßige Kontrolltermine bei Ihrem Kieferorthopäden einhalten, um sicherzustellen, dass Ihre Behandlung erfolgreich verläuft. Ihr Latschellen wird es Ihnen danken.